Lehrer ist Lernbegleiter, ganz klar. Und ich bin für die Kinder da. Ich sage immer so in Anführungsstrichen, ich bin Dienstleister. Ich frage die Kinder, was kann ich für dich tun? Was brauchst du an Hilfe? Mutter, störe ich dich gerade, sollst du lieber gehen? Neulich war ich in einer Klasse und das war so niedlich. Da saßen zwei Kinder nebeneinander und das eine sagte, du bist so schön anders. Und das andere sagte, du auch. Und das ist besonders schön, das zu hören, denn jeder darf verschieden sein. Vielfalt ist Bereicherung. Und für unsere Kollegen ist es einfach ein Spaß, diesen Schatz, den die Vielfalt bietet, zu heben. Sie ist einfach immer mit dabei. Sie ist nicht ausgesondert. Sie wird von den anderen akzeptiert. Und ich finde einfach, dass dieses Miteinander, dass das ganz normal ist und dass das brauchen wir auch für unsere Gesellschaft, dass es einfach normal ist, dass die Menschen mit einer Beeinträchtigung unter uns ist. Und ich finde, das haben die Schüler hier ganz toll akzeptiert. Was mich freut in der gegenwärtigen Situation, ist, dass tatsächlich dieser Impetus hin zur Inklusion ganz stark aus der Politik jetzt kommt. Das ist auch im Rahmen der Umsetzung der UNO-Konvention. Das freut mich sehr. Es wurde auch Zeit.